In diesem Video zeige ich dir, wie du weitere Smartphones zu deinem WhatsApp-Account hinzufügen kannst, zum Beispiel wenn du mehrere Smartphones verwendest. Ich zum Beispiel benutze eins privat und eins für die Arbeit. Und ich möchte ganz gerne meine WhatsApp-Nachrichten auf beiden Smartphones gleichzeitig lesen können und ich möchte natürlich auch von beiden Smartphones gleichzeitig darauf antworten können. Ja, und je nachdem, welches ich gerade dabei habe, kann ich das dann auch entsprechend tun. Und wie du das machst, das zeige ich dir jetzt. Um zwei Smartphones mit dem gleichen WhatsApp-Account zu verknüpfen, sodass eine Nachricht, die von einem Absender gesendet wird, auch auf beiden lesbar wird, ist es ganz wichtig, dass du als erstes auf einem der Smartphones WhatsApp installierst und einrichtest. Das habe ich auf diesem Smartphone bereits getan und wie das geht, hatte ich auch in dem vorherigen Video gezeigt. Also, wenn das hier installiert ist, dann müssen wir es als nächstes auf dem zweiten Smartphone installieren, mit dem du das verknüpfen möchtest. Dazu öffnest du bei dir den Play Store und gibst hier oben WhatsApp ein. Steht hier auch schon, dann tippe ich hier auf WhatsApp und als nächstes installieren wir hier WhatsApp. Da einmal drauf tippen, dann den Benutzerbedingungen oder den Berechtigungen hier zustimmen und dann wird das bei dir installiert. Sobald WhatsApp installiert ist, tippst du bei dir auf Öffnen. Nun wählst du hier deine Sprache aus und dann tippst du auf Zustimmen und Fortfahren. An dieser Stelle geben wir aber nicht unsere Telefonnummer ein, sondern wir wählen hier oben die drei Punkte und tippen auf mit bestehendem Konto verknüpfen. Nun generiert ihr einen QR-Code und den können wir jetzt mit dem anderen Smartphone einscannen. Dazu ist ja hier schon WhatsApp geöffnet und dann wählen wir auch hier die drei Punkte und tippen auf verknüpfte Geräte. Nun willst du hier Gerät hinzufügen. Jetzt öffnet sich hier die Kamera, vielleicht musst du bei dir auch nochmal die Berechtigungen zulassen. Und dann kannst du mit diesem Smartphone den QR-Code bei dir einscannen. Und sobald du das gescannt hast, wird das Gerät automatisch verknüpft. Nun steht das Gerät hier unten und die Chats werden auch direkt synchronisiert. Und dann sieht das genauso aus. Es ist jetzt sozusagen eine 1:1 Kopie. Wenn ich das jetzt hier an die Seite schiebe, dann kann ich mir zum Beispiel ein anderes Smartphone nehmen und dann könnte ich jetzt hier sozusagen eine Nachricht senden. Das nenne ich einfach nochmal Test. Und wenn ich das jetzt sende, dann kommt das hier auf beiden Smartphones gleichzeitig an. Und ich kann natürlich auch von diesen beiden Smartphones eine Nachricht an dieses hier senden. Für den Fall, dass du die Verknüpfung beider Geräte wieder lösen möchtest. Dann gehst du auf dein ursprüngliches Gerät, tippst hier oben auf die drei Punkte, wählst wieder verknüpfte Geräte und dann siehst du das Gerät ja hier unten, also das andere Handy hier. Dann tippst du da drauf und wählst einfach abmelden. Nun wird das Gerät abgemeldet und jetzt siehst du hier auch schon, er hat den gleich aus WhatsApp rausgeschmissen und wenn ich jetzt hier WhatsApp öffne, dann wirst du sehen, du wurdest abgemeldet. In dem nächsten Video werde ich dir zeigen, wie du in WhatsApp Umfragen erstellst. Das kann dir dabei helfen, um die beste Idee innerhalb deiner Gruppe zu finden, indem ihr einfach darüber abstimmt. Außerdem kannst du damit zum Beispiel die besten Termine für ein Treffen finden, da du einfach dann siehst, an welchem Tag die meisten innerhalb der Gruppe dafür Zeit haben. Das ist eine super praktische Methode und wie das funktioniert, das siehst du hier in dem Video, was ich dir hier verlinkt habe. Auf der anderen Seite blende ich dir noch eine Playlist ein mit ganz vielen weiteren Tipps für WhatsApp. Ich sag dann ciao, wenn du mehr sehen willst, klick hier und dann bis zum nächsten Mal.